die Easy und ich, wir machen heute was anderes. Hello. Und zwar spielen wir eine Folge Episode. Wirst du das königliche Spiel um Liebe und Macht gewinnen, deine Familie retten und die wahre Liebe finden, während dein Feind jedem deiner Schritte folgt? Denkst du, du verfolgst mich? Bin ich dein Feind? Nein, du bist nicht mein Feind. Ja. Du bist mein Freund. Ach. Zumindest habe ich dich für das gehalten. Ja, ich dich auch, bis du in deiner letzten Minecraft-Folge gedacht hast. Haha. Alles klar, wir spielen eine Episode. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das schon mal gemacht, aber alleine, das war traurig. Aber heute ist die Easy dabei. Episode 1, der Lostag. Oh, wir dürfen uns benennen. Wie wollen wir heißen? Wie wollen wir heißen? Risi. Ja. Ronja und Easy. Oh, oder Risi, okay. Roisi? Roisi? Oh, das ist so richtig gut. Wir heißen Rosi, ist es sogar ein richtiger Name. Bestätigen. Yeah! Mal sehen, ob sie jetzt bereit ist zu reden. Das sind wir. Rosi? Ist im Gefängnis, Ronja? Wieso sind wir im Gefängnis? Wieso haben wir blaue Haare? Das ist ja wild. Blaue Haare habt ihr. Das ist euer Name. Ihr kommt aus dem Dorf. Sagt mir nun endlich, was habt ihr mit der königlichen Familie zu tun? Kompliziert. Unsere Feinde wollen uns töten, unsere Familie auch. Das Tattoo auf dem Buch hier, erkennt ihr es wieder? Ich bin nicht der Bösewicht hier, Rosi. Ich versuche euch zu helfen. Trauen wir ihm, aber wenn ihr nicht kooperiert, nach allem, was ich durchgemacht habe, habe ich genug davon zu kooperieren. Okay, letzte Worte. Man weiß nie, wann man sich verlieben wird. Oder wann man jemanden für immer verliert. Scheinbar ist das hier, High Stakes. Es kann alles passieren. Mein Leben ist so anders, als es vorher war. Und auch ich habe mich so sehr verändert. Wir haben jetzt nämlich blaue Haare. Ja, ist schick, ne? Trotzdem, was? Ich habe alles getan, was ich tun musste. Für die Liebe. Ja. Der ist nicht nett. Der ist nicht nett. Vor allem ist er ein Pirat. Warum hat er diese Augenklappe? Nee, der hat nicht mal einen Mundschutz auf. Jetzt hat er eine Augenklappe. Der versteht es nicht richtig. Der versteht es nicht. Hier, Mundschutz, nicht Augen zu. Weil diese Leute, die das Ding falsch tragen. Nee, es ist peinlich. Wenn ihr nichts weiter zu sagen habt, ist unsere Zeit wohl abgelaufen. Und okay, was wollte er? Ist echt so. Erst ja, wenn ihr nichts zu sagen habt. Aber er hat uns keine Frage gestellt bisher. Alles. Fang am Beginn an. Okay. Here we go, also, schätze ich mal. Wurde geboren am. Der Beginn. Sag ich nicht. Oh, möchtest du dein Aussehen verändern? Ja, oder? Oh ja, lass. Aber was wollen wir ändern? Alles. Wollen wir lange Haare? Ja, lass, genau. Lass blond machen. Blond? Okay. Warte. Ja. Dann. Perfekt. Perfekt. Einwandfrei. Ja, da zwinkert sie uns zu, die Rosi. Ha, die denkt, die weiß, was hier los ist. Also, wie schlimm ist es diesmal? Sprechen wir über, ich habe den Jahrestag unseres ersten Kurses vergessen. Das ist scheinbar unser Freund. Customer. Klar. So heißt mein Freund Mechtleben auch. Keine Sorge, ich habe einen Strauß dafür. Was ein Augenblick. Das bin ich, das Blumenmädchen, in einem winzigen Laden am Rande des Königreiches. Von allen Orten des Königreichs ist unser Dorf das kleinste. Hier leben hauptsächlich Minenarbeiter und Bauern. Und ein, was ist es, ein sehr männerdominiertes Städtchen. Frauen sind Bürger zweiter Klasse, aber was soll man noch anderes erwarten? Von einem Land, das von einem frauenfeindlichen König regiert wird. Nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, für mich und meine Schwester zu sorgen, nachdem wir unsere Eltern verloren haben. Warte mal. Wie sollen sie die suchen gehen? Wenn man was verliert, muss man es finden. Echt so. Hier, bitte sehr. Damit wird sie auf keinen Fall sauer. Ach, es ist gar nicht unser Freund. Customer ist... Der. Ich habe mich schon gewundert, warum der Kunde heißt. Ich auch. Aber es hat sich mir nicht erschlossen. Ich war nur so, ach, naja. Oh, was? Okay, er hat einfach ihr Handy geklaut und hat die Nachricht gelesen. Oh, krass. Das ist ja frech. Okay, was ist mit dem König? Der König ist... Wir berichten live. Vor den Toren des Palastes, wo gerade bestätigt wurde, dass der König verstorben ist. Okay, Kronprinz Felix wird scheinbar den Thron besteigen. Und laut königlicher Tradition muss er dann als gekrönter König sofort mit der Suche nach seiner Königin beginnen. Oh nein, werden wir jetzt die Königin? Ich denke, wir werden jetzt die Königin, Easy. Die Frage ist, wir können ja die Sachen entscheiden, ja? Also das ist ja alles so ein bisschen Intro. Aber wir dürfen ja entscheiden am Ende, was wir für Entscheidungen treffen. Und ja, und wir können den Kronprinz einfach umlegen und selber König werden. Ganz genau, was ich gedacht habe. Ja, heute wurde zum Lostag erzählt. Eine Frau zwischen 18 und 21, ja. Und diese glückliche Dame wird die zukünftige Königin unseres geliebten Landes. Viel Glück, meine Damen. Wow, du hast ziemlich gute Chancen zu gewinnen. Nicht viele Mädchen sind nach ihrem Abschluss hier geblieben. Kein Wunder, scheint einfach eine trostlose Stadt zu sein. Ich verstehe nicht, ob das jetzt Mittelalter ist oder... Ich auch nicht. Ich bin so konfus. Ist es scheinbar schon irgendwie ein bisschen mittelalterlich, weil, ich meine, guck mal unser Kleid an, wir haben das ganze frauenfeindliche Ding und...
Was? Einer hat aber es gibt Handys und der Typ, da guckt immer sein Gürtel. Genau, genau. Was nicht und es gibt scheinbar nur zwei Frauen. Es geht hier um heiratsfähigen Alter in dieser ganzen Stadt. Und eine hat sich verlobt. Wir sind die Letzte. Deswegen haben wir gute Chancen zu gewinnen. Möge das Glück mit dir sein. Was für Glück? Wo ist das noch Glück? Wir werden dich sehr vermissen, Rosi. Tschüss. Ich muss zusehen, dass ich nach Hause komme, bevor meine Schwestern das herausfinden. Was wird nur aus ihnen werden, wenn ich ausgewählt werde? Wer wird sich um sie kümmern? Es könnte immer noch sein, dass ich es nicht werde. Ich habe eine 50-50-Chance. 50-50-Scheiße. Super. Da freuen wir uns. Ich meine, wenn du König bist, dann kannst du dir ja auch keine Frau aus einem anderen Königreich Das ist schwierig. Das ist verboten. Jetzt habe ich mich auch noch vor der einzigen Person lächerlich gemacht, auf die ich seit der Schule stehe. Schlechte Nachricht. Wann hat sie sich denn lächerlich gemacht? Ich verstehe das nicht. Sie hat doch nur gesagt, wir haben geschlossen. Ich muss sagen, der Plot erschließt sich mir noch nicht so richtig. Okay. Möchtest du dich möglicherweise in ihn oder in sie verlieben? Wir haben keine Wahl. Wir müssen eine Auswahl treffen. 50-50 ihn. Dann lass uns sein Aussehen wählen. Ha! Wir dürfen uns auswählen, wie er aussieht. Das ist vielleicht wird das jetzt der Prinz. Vielleicht. Okay. Ich sag Kupfer 0. Oh! Ja, gut. Nee. Kupfer 0-0 fühle ich nicht so. Kupfer 3? Okay, dann darfst du die Haare auswählen. Was hättest du gerne? Okay, ich will lange Haare. Gib ihm lange Haare. Lange Haare, okay. Ja, und zwar einen lockigen Afro. Lockiger Afro. Oh ja. Ja. Oh ja. Nice. Und nice. Ich kann die Farbe ändern. Okay. Ich möchte, dass er hell ist. Hell? Und zwar kriegt er honigblond. Oh ja. Nein, rotblond. Rotblond. Ja, rotblond. Gute Wahl, gute Wahl. Nein, platinblond. Platinblond? Ja. Ah, okay, meinetwegen. Okay, ja. Und jetzt noch die Lippenfarbe ändern. Wir haben hier leider nicht so viel. Wir haben hier nur natürliche Lippenfarben. Mattes Gold. Ich finde Gold gut. Mattes Gold? Ja, ja, Gold. Sehe ich gar nicht. Wo ist denn das? Helles Mattes Gold. Ah, helles Mattes Gold. Perfekt. Genauso ja, genauso stelle ich mir meinen Traummann auch vor. Perfekt. Ah, perfekt. Ja, ja, er sieht fantastisch aus. Wunderschön. Sie ist auch nur so. Ach Gott, was habt ihr gemacht? Entschuldigung, ich wollte nicht. Ich hatte... Oh, guck mal, sie passen die Frau auch mit an. Oh no. Sind das Geschwister? Es tut mir leid, dass wir gestört haben. Oh, Kurt. Unser Traummann heißt Kurt. Nicht Customer, schade. Das ist echt so voll schade. Hä? Heute ist einfach der schlimmste Tag von allen. Ja, Mann. Hey, Rosi, wo willst du... Wer ist das denn jetzt schon wieder? Ah, hallo, ich rede mit dir. Entschuldigung, ich rede nur mit Kurt. Denkst du, du bist jetzt zu gut für uns? Jaha. Nein, Entschuldigung, ich muss nach Hause. Können wir endlich meine Auswahl treffen? Ich dachte, wenn du das Los gewinnen willst, solltest du vielleicht lernen, was Männer wollen. Wir wollen das Los doch nicht mal gewinnen. Wir kennen doch schon unseren Traummann, Kurt. Mach, dass sie weggehen. Ich kann es dir beibringen. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Komm schon, lass mich in... Oh, jetzt kommt eine Prügelei. Kurt kommt dran. Ihr habt gehört, was sie gesagt hat. Oh Mann, was für ein Traummann, hä? Kurt! Hau ab, Kurt, wir haben sie zuerst gesehen. So funktioniert das. Ihr haut besser ab, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Ah, sie ist doch nur eine Frau. Nein, sie ist viel mehr als das. Und du bist ein Idiot. Bam, mit den Kinderbeleidigungen direkt. Oh, sie ist schlauer als wir alle zusammen, also zeigt Respekt oder ich werde dir welchen beibringen. Alles klar, ich kann nicht glauben, dass er uns verteidigt, ich auch nicht. Lass uns gehen. Wow. Danke, Kurt. Danke, Kurt. Bist du... Wieso sollen wir verletzt sein? Er hat dir den Arm angefasst. Nein, er hat mich nicht mal angefasst. Gut. Also war sehr knapp. Ja, war... Zum Glück war Kurt zur Stelle. Du bist so mutig und... Ha, ich bin vieles, aber sicherlich nicht... Kurt, wir haben dir gerade ein Kompliment gemacht. Nimm's doch einfach. Sag doch ja, ich bin sogar so unmutig, dass ich meine Schwester gebeten habe, mitzukommen. Weil ich mich nicht traue, dich heute anzusprechen. Oh. Du wolltest mich heute ansprechen? Seit einem Jahr will ich das jeden Tag. Mensch, ich sehe dich immer in deinem Laden und denke mir Gründe aus, mit dir zu reden, aber heute ist das erste Mal, dass ich es geschafft habe. Ich schwöre, die meisten Frauen wollen nichts mehr als ausgewählt zu werden. Welche meisten Frauen? Es gibt zwei! Wir sind eine davon! Und die andere ist verlobt, also denke ich nicht, dass die ausgewählt werden will, was? Und ich hinterfrage das nicht, ich hinterfrage es nicht. Es gibt da einen Ort, den ich dir schon immer zeigen wollte und jetzt heißt es jetzt oder nie. Nutze deine einmalige Chance mit Kurt. Oder mach's nicht, wir haben halt 4 Diamanten und das kostet 19. Dann würde ich sagen, wir machen es nicht, oder?
Entschuldige, ich sollte wirklich zurück zu meinen Schwestern. Wir können uns auch abwechseln. Ich bin Kurt und du bist sie. Ich verstehe. Vielleicht könnte ich heute Abend vorbeikommen. Dich vor der Ziehung ablenken. Das wäre toll. Bis später. Tschüss. Jetzt gehen wir nach Hause. Meine Schwester und ich, wir leben in einer kleinen Hütte, gleich am Rand des Dorfes. Es scheint doch irgendein Mittelalter-Ding zu sein. Guck dir mal die Häuser an. Es sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber es war genug für uns drei, nachdem wir unsere Eltern verloren hatten. Alter, wenn ich zu dritt in so einem Haus wohnen würde? Ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Oh, ihr seid schon aus der Schule. Es gibt aber eine Schule. Das ist aber keine Mittelalterkleidung. Das ist, also ich bin kein Experte, ja, wirklich nicht. Aber das ist keine Mittelalterkleidung. Augenblick. Wo ist deine Uniform, junge Lady? Ich trage sie doch. Schau, ich habe die Krawatte um. Aber wo ist dein Blazer? Was bist du für ein Vorbild für deine Schwester? Ist schon okay. Ich weiß doch, dass Jemina die Rebellin der Familie ist. Ihr habt aber nicht die Schule geschwänzt, oder? Beruhig dich. Sie haben uns früher gehen lassen, weil heute Lostag ist. Ist das nicht aufregend? Wir hatten heute keinen Lostag seit, seit 60 Jahren. Habe ich schon gehört. Warum kommt der dumme alte König nicht ein paar Jahre, nicht noch ein paar Jahre aushalten? Ah, weil das Alter immer gleich bleibt, hä? Dann hätte ich auch die Chance gehabt, ausgewählt zu werden, um den Prinzen zu heiraten. Sag doch sowas nicht. Warum? Ich finde, ich würde eine gute Prinzessin abgeben. In dem Outfit nicht. Da steckt viel mehr dahinter, als nur eine gute Prinzessin abgeben. Ja, wusstest du, dass die geeigneten Frauen weiß tragen sollen als Zeichen ihrer Unschuld? Das haben wir heute gelernt. So glamourös. So glamourös. Ja, weiß ist wahnsinnig glamourös. Auf jeden Fall. Hör zu, ein Mädchen aus jeder Stadt wird ausgewählt. Aber nur eine kann seine Majestät heiraten. Was geschieht mit den anderen Mädchen, frage ich mich. Ja, das frage ich mich auch. Werden die einfach zurückgeschickt, ab in die Gosse? Kommen sie jemals zurück nach Hause? Und was passiert, wenn sie die Regeln brechen? Warum soll sie nicht nach Hause dürfen? Werden die einfach in so ein, keine Ahnung, Kellerverlies eingesperrt und dann sind die halt da? Unser Leben ist hier vielleicht nicht glamourös. Und wir sind nicht reich, aber wir sind in Sicherheit. Wir sind glücklich. Und am allerwichtigsten, wir haben einander. Aber der König ist so nett. Woher willst du das wissen, ha? Naja, wir haben den ganzen Tag auf dem Palast, was? Den Palast gefilmt. Schau, auf dem Handy. Natürlich. Erstmal sonst. Das Zeitalter, ne? Ich kann nicht. Der Palast sieht auch TV-Announcer. Es gibt auch Fernsehen. Heute Abend werden 13 Frauen, eine aus jeder Region, in Jitilauquini ausgelost und so per Zufall ausgewählt, ins königliche Schloss eingeladen zu werden. Diese Frauen werden darum kämpfen, das Herz unseres Königs zu erobern. Und manche werden die Chance bekommen zu bleiben. Wer wird es schaffen, die Gattin und zukünftige Königin zu werden? Das ist jetzt klingt ein bisschen nach Bachelor für mich, muss ich sagen. Ja, genau. Wenn wir die Regeln brechen und zum Tode verurteilt werden. Was? Das auch, wenn bleiben sie genau dran und finden sie es raus. Ja. Jetzt zum Thronsaal, wo König Felix gerade gekrönt wurde. Das ist echt unterhaltsamer, als ich dachte. Der Plot. Möchtest du dich in ihn verlieben? Natürlich. König Felix sieht majestätisch aus. Sieht dafür auch noch sein Ausbildung. So. Oh, bitte nicht nochmal. Nee. Wir sind schon relativ lang. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Wenn ihr einen Teil 2 davon halt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und lasst einen Daumen hoch da. Dann können wir hier gerne noch weiterspielen und herausfinden, ob wir den König uns schnappen können. Ansonsten abonniert diesen Kanal, schaut bei der Easy vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!